Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einem weiteren Part FIFA Ultimate Team. Und in diesem Part möchte ich euch einfach mal während einem Online-Einzelspiel ein bisschen erklären, wie es mit FIFA Ultimate Team weitergeht. Und wie es auf der Next Gen vor allen Dingen weitergeht. Denn wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich auf die PlayStation 4 umsteigen werde. Relativ zeitnah. Und dann werde ich in der Xbox halt nicht mehr aktiv sein und werde das Ultimate Team, was ich mir hier ein bisschen erarbeitet habe, ja, für einen guten Zweck versteigern bzw. verlosen. Und welche Trick und immer. Das Ganze wird auf eBay geschehen und dieses Geld, das möchte ich ganz ehrlich gesagt, das möchte ich spenden an die Philippinen. Da möchte ich keinen Gewinn von haben, weil mir bringt es jetzt nichts, wenn ich das irgendwie an euch verlose oder sowas. Dann wird relativ zu knapp auch das Ganze, denn wie ihr wisst, beziehungsweise wie ich erzählt habe, ich habe die Xbox verkauft, die 360, auch das FIFA 14, und ich möchte den Erlös davon, möchte ich halt, wie gesagt, an die Philippinen spenden. Das kann man noch machen. Und das erscheint mir einfach am sinnvollsten. Ich möchte davon keinen Zugriff von diesem Ultimate Team haben. Das habe ich mir selber erarbeitet, ohne Geld. Und wenn ich da irgendwas von haben wollte, dann hätte ich mir auch gewiss durch schon viel früher wieder geholt. Oder wäre jetzt richtig vernarrt, da einen schönen Gewinn zu erzielen. Und hätte auch schon gesucht in Liga 1 oder so, aber es ist halt nicht so, weil ich FIFA wirklich aus Vergnügen spiele, weil ich aus Spaß spiele, da wirklich keinen Ernst hinter ist. Natürlich, na klar, freut man sich immer, wenn man mal gewinnt, und hier machen wir erstmal das 1-0 durch Karim Benzema in der 4. Minute. Kann natürlich sein, dass er jetzt rausgeht, aber naja, soll mich dann nicht interessieren, wenn man direkt noch ein 1-0 spielt. Was macht er? Bleibt er drin? Geht er raus? Der Benzema FC. Und wie gesagt, das Ultimate Team werde ich halt auf eBay stellen. Und ja, werde mal sehen, was ich dann so ein Erlös bekomme. Es sind ein paar Euros dann, und wenn es so 5 sind. Aber jeder Euro hilft einfach in den Philippinen. Und das ist, denke ich mal, einfach die Hauptsache. Und die macht erstmal so 1-1. Halb so wild. Jeder Euro zählt für dieses arme Land. Das ist auch so ein bisschen Thema, was ich auch hier nochmal ansprechen möchte. Wie gut es uns eigentlich in Deutschland geht. Also, es ist schon traurig, wenn man manchmal sieht, wie viel Pech und wie viel Katastrophen manche Länder erleben, wie es in den Philippinen oder auch halt in Russland oder auf Hawaii, dass da immer mal wieder Tornados das Land erschüttern. Das ist schon wirklich bedauernswert. Und ich möchte halt mit dem Erlös von dem FIFA Ultimate Team, was nicht viel sein wird, einfach in den Philippinen helfen, weil, wie gesagt, jeder Euro zählt. So viel dazu und kommen wir zum nächsten Punkt. Wie geht es denn mit auf der Next-Gen-Konsole einfach eigentlich mit FIFA weiter oder mit FIFA Ultimate Team generell weiter? Das ist einfach beantwortet. Neues Spiel, neues Glück nach dem Motto. Also wir werden uns wieder von ganz klein anfangen. Ein ganz kleine Brötchen werden wir backen mal wieder. Und dann werden wir uns wieder hocharbeiten, hochtraden, wie es geht. Und werden alles richtig hart erarbeiten, bis wir in Liga 1 sind. Das ist dann aber wirklich versprochen, weil das hat sich mit der Xbox 360 halt so ergeben, dass ich jetzt auf PS4 umgestiegen bin. Das hat sich halt so über, ja, die Monate gegeben. Ich habe jetzt gesagt, ja, auf der Xbox 360 werden wir uns hier schön Road to Division 1 machen. Das ist jetzt nicht der Fall. Das wird dann auf der PS4 definitiv geschehen. Und warum jetzt hier irgendwie die Kamera so komisch verzerrt, weiß ich jetzt auch nicht. Also könnt ihr euch dann auf jeden Fall auf der PS4 auf schönes neues FIFA Ultimate Team freuen. Auf der Next Gen. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht für euch. Jetzt kann Benzema vielleicht jetzt mal mit einem schönen Abschluss. Ah, lange Ecke, schade. Natürlich wird es nicht ein FIFA Ultimate Team geben. Es wird dann auch sicherlich mal ab und zu ein Saisonspiel folgen. Oder auch mal jemand im Pro Club, das kann ich jetzt noch nicht so versichern. Mal sehen, wie viele Leute wir sind auf der PS4, ob wir da auch im Pro Club überhaupt durchgedrückt bekommen. Das weiß ich natürlich alles nicht. Das wird sich dann so über die Monate zeigen, wer sich da FIFA holt und mit dem man dann Pro Club spielen kann. Und das ist doch einfach ein Mega-Pech von Marien. Also,
Also der Pfosten, der spielt jetzt schon eine tragende Rolle in diesem Spiel. Erst beim 1-1 da an Pfosten und dann rein. Jetzt hier Doppelpfosten und raus. Also ich glaube, mehr Pech kann man eigentlich nicht haben. Das ist schon eine bittere Geschichte. Ah, jetzt sind wir Juan Fran. Ebert zu Marin. Das funktioniert gut, das Spiel. Ebert. Schade. Kommt nichts bei rum. Also um es nochmal zusammenfassen. Xbox 360 ist jetzt zum 1. Dezember hin Geschichte. Also ist jetzt einfach nur so ein Stichdatum, wie ich es nenne. Und jetzt erstmal den Kopf, weil, oh Mann, das gibt's ja gar nicht, Alter. So eine Scheiße. Also Xbox 360, FIFA Ultimate Team ist jetzt zum 1. Dezember in Geschichte. Es wird auf die Next Gen PS4 umgestiegen. Der Erlös des FIFA Ultimate Teams wird an die Philippinen gespendet. Und dann werden wir sehen, wie viel dabei rumkommt. Ich hoffe, dass es mindestens 5 Euro sind. Das wäre schön. Also schön fände ich das Ganze schon. Ich hoffe es mir zumindest. Und dann wird euch auf der Next Gen neue Videos bei FIFA Ultimate Team erwarten. Ein neues Let's Play. So, dass ihr alle was davon habt. Jetzt kommt Benzema wieder mit der nächsten Chance. Also wir lassen uns langsam die Dinger so ein bisschen aus. Also ist jetzt schon zu viel. 3000 Münzen habe ich jetzt hier vor diesem Spiel noch gehabt. Die werde ich jetzt irgendwie noch in das Team stecken, um noch was ein bisschen rauszukitzeln, noch was zu verbessern. Mal sehen, was wir da so bekommen. Nee, das ist... Nee, doch. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Patrick Ebert, ja, den Freistoß können wir mal direkt probieren. Das wird wahrscheinlich nicht so gefährlich. Das ist ein Ball für Rui Patricio. Jetzt kommen wir erstmal wieder aufs Gameplay. Da kommen wir gar nicht irgendwie durch. Etwas schade. Rodriguez gegen Miranda. Alter, warum? Wie kommt er da durch? Und dann macht er das 2-1 mit der zweiten Torchance. Ich nehme es aber einfach gelassen. Ich nehme es wirklich absolut gelassen. Weil es juckt mich keine Meter. Punkt 1 ist ein Online-Einzelspiel. Punkt 2, es wird auf die Next Gen umgestiegen. Und wenn ich dann auf der PS4 natürlich aber so Gegentreffer kriege und dann im Online-Modus, dann will ich hoffen, dass das meine Controller durchaus überleben. Weil die dann können immer sein, dass sie schnell an der Wand landen. Ich dominiere die ganze Zeit das Spiel und er macht halt die Tore. Also das ist wirklich und der absolute Wahnsinn. Jetzt kommt hier mal eine schöne Flanke. Ja, natürlich übers Tor. Also es wird langsam echt lächerlich. Meine Fresse, das kann alles nicht wahr sein. Ja. Für die Leute, die vielleicht nicht alles verfolgen auf meinem Kanal, auch nochmal kurze Erklärung, warum ich nicht auf Xbox One umsteige und einfach so meine Sachen dadurch weiter behalten kann. Es geht mir einfach um Folgendes. Die PS4, machen wir erstmal hier das 2-2. Die PS4 ist zu einem um 100 Euro billiger. Die Xbox One kostet 599 Euro. Entschuldigung, 499 Euro. Die PS4 399 Euro. Das ist schon mal ein Unterschied von 100 Euro. Hinzu kommt, dass ich einfach keine 100 Euro mehr bezahlen möchte bei der Xbox One. Nur für den Sprachsensor. Die PS4 wartet mit einer unheimlich guten Grafik aus. Auf und die Engine ist auch wesentlich besser bei den ganzen Spielen. Bei der Xbox One wird halt mehr also auf Multimedia Wert gelegt, bei der PS4 halt auf das Grafische. Die PS4 ist für mich halt in dem Sinne halt die ansprechendere Gamer. Das ist halt die Gamer-Konsole. Die Xbox One halt so viele Leute, ja, die auch leidenschaftlich am Zocken sind. Aber auch dann, erstmal dieser Treffer hier, ich verstehe es nicht, Alter. Aber auch dann ein bisschen halt Multimedia-Spaß haben. Und wie halt mit dem Kinect-Sensor oder über die Sprachsteuerung, die man auch mit dem Sensor ausführen kann. Das sind halt so Kleinigkeiten, die halt im Großen und Ganzen den Unterschied machen und den Ausschlag gegeben haben, dass ich die PS4 wähle für mich selber als Konsole, mit der ich demnächst auf Gamerjagd bzw. auf Münzenjagd gehen werde in Ultimate Team oder bei Call of Duty Ghosts dann zum Beispiel auf Killjagd gehen werde. Das ist ja kein Geheimnis, dass Call of Duty Ghosts das absolute Muss ist für die PS4. Das hat mich schon wirklich recht gut angesprochen bei einem Kollegen, als ich das gespielt habe. Macht schon definitiv Laune, dieses Spiel. Aber es soll jetzt nicht das Thema sein. Wir werden jetzt mal hier schön vernascht von Alexandro.
Jetzt kommt ja die Flanke rein, die klären wir jetzt erstmal. Wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Klar, man sagt natürlich auch, die Xbox, bei der Xbox One, die kann Kraft auch mit der PC mithalten. Kann ja gut sein, aber die PlayStation 4 ist halt billiger und sie ist grafisch einfach nochmal besser als die Xbox One. Ob sie Xbox One, wie gesagt, wird mitgehalten bei der PS4, sie ist einfach besser grafisch. Das ist einfach dieser Punkt, der mich dazu entschieden hat, dass ich auf die PlayStation 4 wieder gehe. Habe auch vor der Xbox 60 die PlayStation 2 besessen, die PlayStation 1. Also komme eigentlich aus dem Gamer-Hause Sony. So, jetzt liegen wir zur Halbzeit 3 hinten. Ein bisschen verdutztes Gesicht habe ich schon gerade hier, weil es irgendwie, ja, nicht so doll. Der Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Das ist ein bisschen kacke gelaufen. Ich habe eigentlich die besseren Chancen, aber die Tore macht er irgendwie. Ein bisschen verarscht fühlt man sich natürlich schon. Jetzt vielleicht mit Diego Costa. Mit seinem breiten Körper kann er sich mal durchsetzen und dann macht das 3-3. Das lassen wir uns aber nicht nehmen. Und auch generell, um für die nächste Endkonsole mal auf kurz auf FIFA zu sprechen zu kommen. Da sind ja auch gewisse Bewegungsabläufe bei den Spielern deutlich verbessert worden. Und auch nochmal das komplette Gameplay nochmal einen Tick besser auf der. Auf den neuen Konsolen. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ich habe persönlich noch gar nicht FIFA gespielt auf der Xbox One oder PS4. Bin da wirklich guter Dinge. Hoffe, dass es mich bereichern wird, dieses Spiel. Jetzt wollen wir gehen mit Patrick Ebert. Ebert. Wird da ins Ausgedrängt und kann gar nicht flanken. So ein Müll. Also bin da wirklich guter Dinge. Freue mich auch darauf, dann FIFA 14 auf der Next Gen zu spielen. Wird auf jeden Fall Laune machen. So, habe ich jetzt irgendwie alles angesprochen in diesem Ultimate Team Video. Ja, natürlich, manche Fragen sind auch aufgekommen. Wenn man natürlich auf die PS4 wechselt, gerade ich, wenn ich Xbox 360 besessen habe, auf Xbox One hätte man eigentlich übertragen können. So habe ich fand natürlich von vorne an. Ist natürlich auch nochmal eine neue Herausforderung, wieder neu anzufangen auf der PS4. Hier ist das mit dem Kopfball daneben, hier von unten sich hochzuarbeiten. Ich habe jetzt schon ein gutes BBVA-Team. Und ja, ist zum einen eine Herausforderung auf der PS4, sich nochmal neu hochzuarbeiten, aber zum anderen natürlich auch etwas schade, dass halt die ganzen Erfolge wechseln generell, die man sich über Jahre bei der Xbox aufgebaut hat. Aber das ist nun mal so, das ist für mich eher nebensächlich. Für mich geht es einfach darum, ja, der Spielspaß steht für mich im Vordergrund. Das Grafische am Spiel soll gut sein. Das erfüllt die PlayStation 4. Sie ist billiger. Das erfüllt alles die PlayStation 4. Deswegen ist meine Entscheidung für diese Konsole gefallen. Und freue mich jetzt einfach darauf, dass sie bald rauskommt. Und jetzt will ich euch hier noch einen Sieg zum Abschied schenken. Und dann werdet ihr dieses Team auf eBay sehen. Das ist nichts Strafbares, wenn man das verkauft. Und dann halt für guten Zweck das Ganze halt spendet. So, jetzt steht hier 3-3 nach gut 60 Minuten. Jetzt kommt er mit der Flanke erstmal, die hier reinschlägt. Aber da, ich glaube, da Miranda oder Pepe dazwischen. Irgendeiner. Ich kann die gar nicht unterscheiden, weil die beide halt Brownies sind. Jetzt müssen wir den Ball nochmal klären. Benzema. Ja, der kommt durch. Benzema. Gut. Müssen wir mal zurückziehen. Sollte für mich Einwurf sein. So sieht's aus. Der Linienrichter wird da fast noch über den Haufen gerannt. Kann, das ist eine gute Benzema, Position. kommt durch, kann auch abziehen und der Schuss ist schön stramm. Da hat der gute Keeper schon seine Probleme. Also Andres Guardado, nehmen wir hier mal den Felipe Luis mit, der da mit einem bösen Ballverlust aufwartet. Nicht gut, Varela, das gibt eine gelbe. Pepe lässt schon so ein bisschen vom Mitspieler da oben ablenken, bringt die Flanke nochmal rein. Jetzt müssen wir aber den Ball irgendwie mal klären und Pepe macht das gut. Diego Costa jetzt vielleicht einen schnellen Gegenangriff setzen. Jetzt Benzema schön auf Diego Costa. Der Ball ist gut, der ist sehr, sehr gut, der ist sehr gut. Wollen wir sweaten? Ne, ich schiebe ihn, glaube ich, rein. Jo, machen wir 4-3. Oh, ich muss euch sweaten, das war so offensichtlich, dass dieser Ball ins Tor geht, weil er einfach mit dem Torhüter rauskommt, dann wieder zurückgeht und dann, ja, kann der Torhüter irgendwie den Winkel halt nicht mehr so stellen. Das ist unmöglich für den Torschützen. Unmöglich ist für den Schützen, ein Tor zu erzielen. Konnte er nicht mehr machen in dem Fall. Deswegen steht es jetzt 4-3. Torreiches Spiel habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal. Freut mich. Ich werde jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall nochmal gucken, was ich mit den ganzen Coins, auch mit den paar Coins machen kann. Wollen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwas ersteigern können, irgendwas Besseres. Abseitsentscheidung korrekt.
nur ein bisschen mehr Wertvolles aus dem Team rausholen können. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Hoppla. Ups, die Flanke kommt nicht durch. Benzema. Kriegen wir jetzt nochmal einen Steilpass rein. Yo, Marin. Ey, scheiße. Langer Ball da auch. Ebert, der war natürlich ganz geschmeidig, aber diese Verlängerung von Guardado war jetzt nicht so optimal. Das hat er gut gemacht mit Moutinho. Aber der Ball sollte eigentlich weg sein. Gut. Gekehrt. Und da haben wir jetzt viel Freiraum mit Diego Costa vor uns. Ah, kriegen wir den jetzt noch rum? Ja, den kriegen wir noch rum. Sauber. Jetzt können wir gut in die Mitte ziehen, dachte ich, aber da kommt er tatsächlich mit seinem Spieler und rennt uns da wieder den Ball vom Fuß. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen unter Kontrolle. Er kommt jetzt nur mit den Optionen durch. Aber er bleibt weiterhin schwer gefährlich, weil er unheimlich effizient vom Tor ist. Aber ich glaube, er hat, ja, 3 Chancen, 3 Tore gemacht. Die hat mit einem schönen Fehlpass. Das gewöhne ich mir halt nicht ab. Ich bringe es immer wieder in jedem Spiel, dass ich da so einen komischen Kurzpass spiele. Mangala bringt den Freischuss rein. Den kriegen wir wieder. Postwend zurück. Marin. Diego Costa schickt Benzema auf die Reise. Kriegen wir den jetzt irgendwie hier zu Costa gechippt? Ja, kriegen wir. Ui, und dann setzen wir so gut nach, dass wir fast den Ball da ins Tor wurscheln, drücken, rennen, wie auch immer. Das bleibt weiter beim 4:3, 10 Minuten vor Ende dieser Partie. Der war ein bisschen optimistisch gespielt. Risikogrätsche geht ins Leere. Die letzten Minuten noch mal so richtig spannend werden. Jackson Martinez, Guardado, kommt nicht zum Zuge. Das ist klasse gemacht. Matuidi, Song. Hier hin und her spielen. Sehr gut. Jetzt vielleicht ein Angriff. Ach, das war schwach. Das war richtig schwach. Ah, gut. Marin, jetzt vielleicht, aber wieder fehlt da der Schritt vom Karim Benzema. Jetzt nicht so vor Spiel sein, yo. Da steht die Verteidigung. Ist er aber, der Sascha ist ein bisschen schwer verspielt, Benzema. Ach, der grätscht jetzt aber auch mit allen Mitteln mal gerade da rein. Auf gut Glück irgendwie durch den Ball dazu erarbeiten. Ein herrlicher Pass. Song, Guardado, Marin, Benzema. Eieiei. Marin, Diego Costa, Guardado, Andres, Guardado, bringt nochmal die Flanke rein. Gibt es nochmal ein 5. Tor? Nein. Gibt's nicht. Scheiße. Wäre auch zu schön gewesen. Na. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft nicht hier so hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Moutinho, bringt mal den Ball rein, bitte nicht abseits. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sollte es dann hoffentlich gewesen sein. Ja, komm, mach. Holt noch. Miranda, langes Teil. Nein, kriegen wir den nicht mehr. 3 Minuten gibt da oben drauf, also 3 Minuten müssen wir nochmal ein bisschen zittern für den Sieg. Varela. Ja, Stellungsfehler. Bitte nicht. Jawohl, Miranda. Souverän hier. Wirklich absoluter Bombenverteidiger, der Kerl. Jetzt aber wirklich nicht in der 90. noch einen reinkriegen. Guardado. Patrick Ebert. Und dann ist Schluss. 4:3 zum Abschluss von FIFA Ultimate Team auf der Xbox 360. Vielleicht gibt es noch ein paar, vielleicht noch nicht. Ich weiß noch nicht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir noch irgendwie das Team etwas verstärken können. Silber- und Bronze-Team. Da bringt es jetzt eigentlich nicht wirklich, da irgendwie das auch noch zu verkaufen. Nee, lassen wir auch sein. Gucken jetzt mal, ob wir irgendwie noch was ersteigern können. Gehen wir auf Transfers. Transfermarkt. Qualität Gold. Position ist mal. Ja, Position vielleicht ZOM noch gucken. Das könnten wir mal machen. Position ZOM Liga BBVA natürlich. Dann gucken wir mal rein, ob wir da irgendwas finden noch Schönes. Ich glaube nicht. Jeff Fabregas, Rakitic, ja. Xavi, Pieto, Risco, 11.000.
Aber zu Beginn war ich mit ihm nochmal richtig teurer, der Kerl. Jetzt geht's mittlerweile. Guck, okay, der ist ganz gut. 83er Wertung, 700 Isco. 7,6 Sofortkauf, wenn man den Isco natürlich irgendwie noch kriegen könnte, aber wird schwer. Marin hier, ja. Ah, ich weiß nicht, irgendwie kriegen wir da nichts mehr, glaube ich, großartig rein. 5,7. Rakitic für 1000 sofort gekauft. Ja, das sieht jetzt nicht so aus, ob wir da irgendwie noch was holen könnten. Vielleicht irgendwie noch im RM. Gucken wir mal im rechten Mittelfeld. Ob wir da noch was bekommen. 4,4000, wird schwer, glaube ich. Bangura, Feguli. Ja, oh, der Feguli, den könnte man jetzt mit dem oder Sanchez hier. Für 3,9. Na, gucken wir noch mit Sanchez mal am besten. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Kriegen wir gewiss noch irgendwie 4000 Startpreis. Ja, ne, ich glaube, Sanchez, der ist gar nicht mal so verkehrt. Oder die Maria, ja. Die Maria kann sie direkt mal vergessen. Natürlich die Bombe, der Kerl. Pedro, 4000, 4600, 85. Den könnte man eigentlich noch bekommen, den Pedro. Carlos Vela, auch ein sehr guter Spieler. Ich glaube, wir sollten uns auf die Jagd begeben, Pedro zu holen. Der ist im Bereich des Machbaren. Wenn wir ein paar Goldspiele noch verdödeln, verkaufen, dann kriegen wir den sicherlich. Pedro Leon, den nicht. Das sehen wir halt in Sunshine, wenn es gar nicht anders geht. Ja, 4000 Coins haben wir, wenn wir da irgendwie noch was loswerden im Verein. Bin ich da guter Dinge. Ich guck mal gerade, was noch ein bisschen rumfliegt. Wir wollen den Park auch nicht so ewig überziehen, mein Verein. Ja, Spieler insgesamt 75, das ist gerade so die Welt. Spieler, Qualität Gold. Jetzt suchen, was haben wir hier noch so rumfliegen? Ich glaube gar nicht so viel. Ich hab Pepe verletzt. Hier haben wir die ganzen rumfliegen. Die können wir jetzt eigentlich alle loswerden. Ja, die bringen gar nichts. Vertrag ausgelaufen, Schnellverkauf. Jo, machen wir. Nehmen wir alles mit. Schnellverkauf im Verein, die bringen alle jetzt nicht wirklich Kohle. Von daher kann man die auch schnell mal abstoßen. Schnellverkauf. Ja, Schnellverkauf. Iraola, Bruno, kann man auch Schnellverkauf machen. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch rumfliegen haben. 5800 Münzen, vielleicht kriegen wir davon jetzt einen guten Pedro. Transfers. Was heißt einen guten Pedro? Einfach Pedro. Club. Barcelona. Wobei natürlich eher so vorrangig wäre so ein Isco, ne? Von Real Madrid. Fände ich jetzt auch nicht schlecht. Suchen wir mal ein Isco gerade. Ich will es jetzt nicht hier ewig überziehen. Ach, jetzt suche ich ein EM von Real Madrid. Super, Sascha, bei dir läuft ja wieder. ZOM. Real Madrid. Isco finde ich unheimlich stark. 7, 5, 7, 6. Dann kriegen wir das noch irgendwie billiger, oder? Dann noch ein bisschen was abstoßen. 6,4. Da geht doch noch was. Da geht doch tatsächlich noch was, oder? Ja, Gareth Bale. Das ist natürlich einfach krank. 5000. Ja, hier geht tatsächlich was. 5,9. Na, da können wir nicht drauf bieten. Wir müssen tatsächlich noch was abstoßen hier. Scheint so auszusehen. 5,7. Aktuelles Gebot. Ja, stoßen wir noch was ab und dann nehmen wir den Isco mit. Stoßen den ganzen Schiss ab, mein Verein. Damit wir hier auch ein absolutes Rare-Team haben, kein Non-Rare-Team. Das finde ich nämlich durchaus besser. Gold, so, was stoßen wir ab? Ja, Susa Red, da kann man abstoßen.
Iraola kann man abstoßen. Gamero, so leid es mir tut, kann man abstoßen. Adriano kann man auch abstoßen. Und natürlich auch einen guten Castro. Und jetzt sollten wir genug Geld haben, da ein Isco zu kriegen, 7400, das sollte was werden. Suchen. Suchen wir uns den Isco 7172, ne, 63, bietet einer. 6359. Da bieten wir jetzt einfach mal drauf. Für 59. So. Und ich bin guter Dinge, dass wir den kriegen. Den Isco. Habe ich mir drauf geboten gehabt. War das der? Nee. Wir sind irgendwie durcheinander. Hä? Wo ist denn der Kerl? Mitarbeiter, Moment. Haben wir den jetzt schon bekommen oder wie oder was? Wie oder was? Transfers? Höchstbietender tatsächlich. Haben wir den Isco schon gekriegt? Ja, nice, für 5,9. Ja, dann bauen wir den, glaube ich, direkt mal ins Team ein. Isco wollte ich jetzt einfach aus dem Grunde haben, weil er mal deutlich über 80er Wertung hat in die aktive Mannschaft. Ja, Moment. So, jetzt suchen wir uns noch einen RM. Dann nehmen wir jetzt gleich einmal den Figuli mit. Isco. Dankeschön. So. Der Figuli, der ist mir nämlich gerade unheimlich positiv aufgefallen. RM. Alle. Und dann Figuli, Figuli. Da haben wir einen 700. Ah, ich geiz jetzt wieder mit den Münzen. Warum mache ich das eigentlich? Brauche ich gar nicht. Jo, dankeschön. Nein, habe ich nicht gekriegt anscheinend. Ja, komm, ich will jetzt keinen 1000er unbedingt. Das ist nur 50, ey. Dass sie da immer mit 1000 Münzen sofort fixen, ey. Egal, so 900. Hä? Was läuft denn hier für eine Nummer, ey? Da wird mir jetzt 1500 Münzen angezeigt. Was ist denn jetzt hier los? Ah, ich hab den gekauft. Dankeschön, Alter. Wer ist FIFA? Das geiert aber auch mal richtig rum. Ja. Wo ist denn der? Wo ist denn der, wenn ich mal fragen darf? Ob das jetzt mal schnell Verkauf machen. Kauft eh keine Sau. Hä, wo ist denn der Figuli jetzt? Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Wollt ihr mich rollen? Muss ich jetzt eigentlich nicht so verstehen. Jetzt habe ich 900 Münzen. Und kein Figuli. Gerade nochmal raus. Also jetzt bin ich echt etwas irritiert. Wirklich schwer verwunderlich. So, jetzt gehen wir wieder in Ultimate Team rein. Also, wo ist denn der Figuli hin? Ich habe jetzt einen Isco gekauft, um das Team noch ein bisschen weiter aufzupeppen. Und jetzt, Alter, das ist jetzt irgendwie echt komisch. Ich müsste doch eigentlich den jetzt bekommen haben, oder nicht? Ach, und wenn ich ihn nicht bekomme, dankeschön, da ist er doch. In die aktive Mannschaft, der Figuli. Dankeschön, da ist er doch. So. Aktive Mannschaft. Das bauen wir jetzt gerade noch um. Das Ganze. Jetzt sind wir schon weit übers Muster gegangen. Aber das ist jetzt mal relativ egal. So, dann haben wir dann noch ein komplettes Wear-Team geschaffen. Und dieses Team, das wird dann verkauft. Ja. Hinzu kommt, dass Pepe noch verletzt ist. Heilung. Was hat er denn? Oberkörper von Einspieler. Sonst habe ich das. Jawohl. Danke. Komm, heilen wir den gerade noch. Perfekt. Dieses Team werde ich dann verkaufen. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Fitness. Ja, plus 40 reicht da auf jeden Fall. Und wird natürlich auch mit Verträgen etwas ausgestattet. Geiern wir da schön die Verträge drauf.
Benzema kriegt einen 90er Vertrag. Und sieh mal ihn an, 10 Gamerscore Langzeitbindung, die habe ich auch noch hier drauf geknüppelt auf den Mann. 10 Gamerscore, schnell verdient, einfach verdient. Der Bravo braucht noch unbedingt einen Vertrag. So. Ja, liebe Freunde, das war's von Ultimate Team soweit. Wenn ihr da irgendwie keine andere Idee mehr habt, dann ist dieses Team auf eBay zu finden. Wenn ihr da was Gutes tun wollt, könnt ihr da ruhig was bieten. Würde mich freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch angenehme Tage. Und wir sehen uns dann auf der Next Gen wieder mit Call of Duty Ghost, mit FIFA Ultimate Team. Auf jeden Fall FIFA Ultimate Team. Von vorne, neues Spiel, neues Glück. Das war's an meiner Stelle. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.